Ich wünsche einen wunderschönen Sonntag. Das Wetter ist traumhaft. Herzlich willkommen und viel Spaß bei diesem Video. '84 begann im zarten Alter, wenn man das so sagen darf, von 16 meine Pfeifenraucherkarriere, die Leidenschaft für die Tabakspfeife, den Tabak, das Zubehör. Später kam auch Zigarren in meinen Fokus. Auch daran hatte und habe ich viel Spaß. Und das sind jetzt nach Adam Riese im Jahr 2024 dann bald 40 Jahre, in denen ich nicht nur viel Geld in diese Leidenschaft stecke, sondern auch viel Zeit, aber vor allen Dingen natürlich eine Bereicherung für mein Leben darin sehe, seit einiger Zeit euch das dann hier auf YouTube mitteile und von daher heute ein paar Gedanken zu 40 Jahren Pfeifenraucher. Der Tullegrim House Nummer 1 aus Miltenberg von Falcom, Virginia, Kentucky, Burley, Cavendish, begleitet mich bei diesen Gedanken in der Sirmione 703 von Sabinelli. Wie ich zum Pfeifenrauchen gekommen bin, habe ich ja schon mal erzählt. Die Pfeifen, die Vater ehemals geraucht hat, standen im Regal, haben mich angelächelt. Dann habe ich es ausprobiert und aus irgendwelchen Gründen, das erinnere ich natürlich nicht mehr, konnte ich mich damit anfreunden und war auch sehr schnell dann diesem Hobby oder besser dieser Leidenschaft hoffnungslos verfallen. Die Freude oder der Spaß an diesen Rauchgeräten, die Haptik, die Optik, das Design. Fand ich von Anfang an sehr anziehend. Auch wenn ich natürlich in den 80er Jahren mir eine Savinelli überhaupt nicht leisten konnte. Die Vielfalt der Pfeifentabake.
die Veränderungen des Geschmacks in den 40 Jahren. Die Mühen, die man sich anfänglich machen musste, um seinen Horizont zu erweitern. Mittlerweile alles frei Haus durchs Internet. Das eine war genauso schön wie das andere. Aber natürlich der Geschmack. Ein Genuss für mich, der eigentlich nicht zu toppen ist. Der bereichert, der, das ist ja auch schon ganz oft gesagt worden, wenn man es denn richtig macht, zur Entschleunigung zwingt, einen zur Ruhe kommen lässt, der begleitet werden kann durch entsprechende Getränke oder Literatur. Oder man kann auch einfach nur zum Fenster rausgucken. Das hat sich in meinem Leben als eine Konstante herausgestellt. Dann ertappt man sich natürlich auch vor den ganzen Unkenrufen, vor dem Hintergrund dieser Unkenrufe. Wie viel Filter bräuchte man denn noch bis zum 85. Wie lange reicht denn der Tabak? Aber ich bin, das habe ich ja schon gesagt, nach wie vor ausgesprochen optimistisch, dass die Stellung eines Rauchers in der Gesellschaft sich verändert hat. Das wissen wir alle. Ich wehre mich nach wie vor mit Händen und Füßen dagegen, mit Zigarettenrauchern in einen Topf geworfen zu werden. Da gehören wir nämlich nicht rein. Ich erfreue mich nach wie vor an guten Serienpfeifen. Habe immer wieder einen kleinen Blick Richtung Handmades und Einzelstücken, aber das hält sich bei mir in Grenzen. Freue mich dann durchaus immer wieder, wenn ich zum Beispiel wie zuletzt Worobiec-Pfeifen aus Polen entdecke, die besser kann eine Pfeife nicht schmecken, finde ich. Anfänglich natürlich der Tscheche. Dann hat man da sich umgetan. Auch daran habe ich Freude. Man hat Filter verglichen. Sich über fusselige Reiniger geärgert. Alles, was so dazugehört. Über die Entwicklung von den Fachgeschäften mit den Herren im Anzug, da haben wir ja schon oft oder ich hier auch des Öfteren erzählt. Das will ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Über YouTube der Austausch, dass es doch durchaus den einen oder anderen gibt, dem das genauso viel Freude bereitet. Natürlich auch dieser Jagdtrieb nach neuen Tabaken, nach unbekannten Tabaken, wobei das hat sich bei mir ein ganz klein bisschen gelegt, da ich mittlerweile einfach weiß, im Bereich dieser Aromaten, da bin ich nicht mehr zu Hause. Früher habe ich das alles nach Hause getragen. Und ich behaupte mal, dass es in Deutschland nicht viele Pfeifentabake gibt, die ich in den letzten 40 Jahren nicht geraucht habe. Mindestens einmal. Und dann entdeckte man Gavis in Hogarth in der Schweiz und wieder ging's los.
bei den Amerikanern habe ich mich tatsächlich immer zügeln können, in den USA zu bestellen, weil dann hätte ich Kredite aufnehmen müssen. Da hätte ich ja gar kein Ende gefunden. Aber jetzt kriegen wir ja mit Cornell und Deal und GLPs da eine schöne Auswahl. Was mich auch wieder sehr entzückt, um die Ecke hat schauen lassen. Was das Pfeifenrauchen betrifft, durchgängig schöne 40 Jahre. Dass sich hier Unmengen an Pfeifen angesammelt haben, naja. Das ist halt so. Aber wieso und weshalb, so richtig nachvollziehen kann ich das auch nicht. Günstige Umstände, Unvernunft, aber am Ende des Tages natürlich. Es macht Spaß, auch wenn ich natürlich mittlerweile Pfeifen habe, die ich seit 3, 4 Jahren nicht geraucht habe. Dann aber wieder freue ich mich, wenn ich sie rauskrame. Das ist dann fast wie neu, die ganzen Erinnerungen mit den Pfeifen. Und dass ich dann einfach nicht widerstehen kann, wenn es 2 Sirmione bei meinem Händler gibt. Und das auch noch Zeiten waren, wo man ja dann sagen konnte, sag mal, mach mal einen guten Preis, wenn ich beide nehme. So bin ich dann halt. Oh. So, jetzt aber genug hier rumgebastelt. Früher war ich ein Rocker, deswegen der eine Einspieler ein bisschen mit Karwummigkeit. Mittlerweile eher in der Klassik zu Hause. Man entwickelt sich weiter, auch als Pfeifenraucher. Manche. So, 40 Jahre Pfeifenraucher. Macht es gut.